Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf dem Player-Sub-Channel. Ich bin euer Silphi und vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Ich habe es gerade eher per Zufall mitbekommen, weil ich gerade auf mein Handy geschaut habe und dort hat mir einer geschrieben, Brüki hat einen 2-Wochen-Bann in LOL kassiert. Und zwar liegt das Ganze hier an diesem Game und sein Bann war für, ich zitiere, dein Konto wurde wegen störenden Verhaltens im Spiel, wie zum Beispiel Trollen, Sabotage, vorsätzliches Feeding oder dem Versuch, das Spiel absichtlich zu verlieren, bis zum Barbara gebannt. Das bedeutet, er wurde gebannt fürs Inten. Und viele auf Twitter meinten, yo, der Bann ist voll unberechtigt, Brüki meinte selbst, yo, hat er den Bann verdient? Nein. War es blöd, was er gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich kenne das Game selbst nicht. Ich schaue es mir an, er ist ja als Fiddlesticks unterwegs. Und fürs Inten gebannt zu werden, ist immer sehr, sehr schwer. Weil, wie soll ich sagen, eure Match-History muss ja zeigen, dass ihr jemand seid, der mit Absicht Games verliert. Ja, beziehungsweise auch euer Ingame-Verhalten muss es zeigen. Jetzt kann ich leider nicht das Ingame-Verhalten bewerten, das geht nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe den Chat nicht, ja. Ihr könnt nicht einfach hier reingehen. Zack, ihr seht den ganzen All-Chat. Ich glaube, das ging. Oder das ging früher mal, glaube ich. Aber hier, der Chat ist an und ich kann ja nicht wirklich irgendwie großartig was sehen, was ein bisschen blöd ist. Deswegen schauen wir uns an. Hat er. Lol, er heißt einfach mal Magerquark Abuser. Holy shit, die Ash. Das ist ein cooler Name. Er spielt hier den Fiddle als Support. Ich glaube, das ist auch ein Pick, den Brüki generell mal gerne öfters macht. Wenn er mal Support geht. Aber wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht ganz aus. Wir schauen jetzt einfach nach. Ist Brüki eine kleine, toxische, fiedende Fieder? Okay, das hört sich blöd an. Ist er eine Fiedersau im Sinne von, ist er jemand, der wirklich mit Absicht die Games kaputt macht? Oder hatte er einfach nur ein Scheiß-Game im Voraus hinweg? Er hat Scheiß-Stats auf jeden Fall. Es geht aber nicht so weit hinaus, dass ich der Meinung bin zu sagen, boah, ey, Brüki, du Inter, du bist geistig behindert. Was soll die Scheiße? Hör mal auf Games 100 oder irgendwie sowas, ne? Okay. Ich weiß gerade selbst gar nicht, ob ich jetzt daraus eine halbwegs normale Game-Analyse machen sollte. Ja, komm, Leute, machen wir einfach mal. Wir machen mal nebenbei eine völlig normale Game-Analyse draus. Fiddle ist nicht so mein Ding, sag ich mal. Oh, beide Gegner stehen zusammen. Da kann man vielleicht aussetzen und schöne E durchbounce. Hier, zack, bounce. Wunderschön, erster Kill wurde abgeholt. Spiel auch hier mit Aftershock, genau halt aus dem Grund, dass Fiddle hat an sich sehr viel Damage bereits in seinem Kit. Der braucht da nicht nochmal irgendwie extra Damage. Deswegen nimmt er auch das Aftershock mit, weil Fiddle ist sehr squishy. CC habt ihr mehr als genug, um die Scheiße zu procken. Macht euch sehr tanky, besonders wenn ihr mit der Ulti reingeht, ist das einfach ziemlich, ziemlich nice. Okay, macht ihr irgendwie erstmal nichts, chillt gerade ein bisschen hinten. Auch sehr wichtig, mit Fiddle wird er, also es gibt, wenn ich Fiddle Support-Spieler sehe, gibt es zwei verschiedene Typen. Entweder diejenigen, die gar keinen Punkt in die W reinstecken, oder welche die Punkte in die W reinstecken. Da habe ich beim ersten Mal auch W gesagt. Also es gibt welche, die skillen eh, es gibt welche, die skillen gar keinen Punkt rein und wollen einfach wirklich den CC und Poke maximieren. Man könnte jetzt eigentlich auch chillig in die Base gehen, wenn man mag. Wobei, ich glaube, Ezreal, der möchte gerne noch mal ein bisschen mehr Gold haben, bis er die Träne fertig hat. Was beim Recall immer sehr wichtig ist, ist, dass ihr die Wave vor der Cannon-Mini-Wave einmal hart reinpusht. Ich glaube, das sollte jetzt auch sein. Ja, jetzt kommt die langsam. Das heißt, diese Wave reinpushen und dann kann man meistens sehr gut basen, weil das Cannon-Mini euch sehr, sehr viel extra Zeit holt. Man sieht auch hier schon ein bisschen an der E. Denn Brüki hat die E auf die Midi-Minis gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er reinpushen möchte, damit sie Base gehen können. Oder? Ja, okay. Oh, shit. Okay, er bleibt noch. Ah ja, Ezreal hat Teleport, den juckt das nicht so ganz. Das heißt, die können beide da bleiben und versuchen, den Pressure weiterhin aktiv zu halten. Aber generell als Fiddle, wenn ihr den Gegner poken wollt, macht immer die E auf das Minimax am weitesten hinten steht. Damit es einfach, damit die Chance höher ist, dass eure E auch wirklich einen Gegner, einen Champion erwischt, da hinten stehen, weil ich mach's mal eben gerade ein bisschen schneller. Die werden jetzt auch dementsprechend hier ein bisschen reingepusht. Es ist halt blöd mit dem Ezreal, weil die ersten 800 Gold, die er ausgibt, sind kein Damage, sondern es ist einfach nur Mana. Es sind da keine Combat-Sets. Es bringt einem einfach nichts. Okay, wird hier wieder. Ezreal wird hier ziemlich gut weggepoked. Ist auch sehr eklig gegen Ashe, die einfach konstant ihre E spammen. Sind hier sehr weit rausgepusht. Gargas ist hinter ihnen. Die werden jetzt auch wahrscheinlich gleich gegankt. Fiddle hat noch sein Flash. Der Ezreal aber nicht. Leute, ich frag mich gerade, warum Gargas nicht ganz von hinten gekommen ist. Das war echt blöd von Gargas. Direkt von hinten zu kommen wäre smarter. Vielleicht noch warten, bis die Wave weg ist. Und dann dahin. Oh, Sian kommt vor. Erste Bombe. Zweite Bombe trifft auch.
Gragas holt in sich. Oh shit, das war actually nice von Brücki. Ich weiß nicht, ob das geplant war. Aber ich gehe mal davon aus. Und zwar wollte er sich so vor Gragas hinstellen, dass Gragas selbst. Achtet mal drauf. Jetzt geht er kurz weg, weil er die Bombe drauf ist. Den Damage will er selbst nicht abbekommen. So, läuft jetzt davor, damit Gragas selbst einen E-Body Slam nicht connecten kann. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber auf jeden Fall hat er hier nichts Falsches gemacht. Die Wave hier freest. Farmt da nochmal ein bisschen ab. Aber er muss gleich selbst in die Base gehen. Kurz bevor Ezreal da ist, genau jetzt so wie hier. Sehr schön. Ich bemerke soweit gar nichts. Ja, ich bemerke soweit gar nichts, wo man sagen könnte, boah, intentional feeding oder so. Oder trollen und was weiß ich auch. Aber vielleicht kommt das ja später. Vielleicht kriegt er irgendwie später Nervenzusammenbruch oder sowas und sagt, fickt euch, ich laufe jetzt runter. Was ich aber nicht glaube. Also, ich weiß, es gibt ganz viele, die Brücki nicht mögen. Ist auch nichts Schlimmes. So, es gibt auch viele, die mich nicht mögen, so gesehen. Aber selbst wenn er mal super salty ist, ist er kein Inter. Das ist so einer, wo ich sage, komm, selbst wenn er mal irgendwie einen Moment hat, wird er es entweder im Stream sagen, sodass es die Mitspieler nicht mitbekommen. Okay, hier wird weiter reingepusht. Er hat leider gerade selbst nicht wirklich mehr Wards, um irgendwie rumgehen zu können. Jetzt hat er Level 6, aber jetzt ist das Ganze wirklich ultimativ gefährlich. Weil die Zilean-Ulti bringt nichts, wenn er der Fiddle ist, der dich instant lockdown. Und auch wenn ihr Fiddle spielt, holt euch den Pink Ward für eins von diesen Gebüschen, entweder hier oder hier, sodass ihr wirklich mit eurer Ulti einfach in die Gegner reinspringen könnt. Und die müssen nicht einscheißen. Ist der Fiddle da? Ja oder nein? Und die Ward hier links hinzustellen ist im Normalfall am besten. Weil da habt ihr nochmal ein bisschen Kontrolle im River, wenn es um die Wards geht. Ist einfach. Da kommt es. Oh, leider ist Gragas auch noch hier. Oh, der Sidestep, aber er ist RIP. Er ist RIP, keine Chance hier. Ist es hinten? Nein, Leute. Das war einfach nur, er wollte für ein Play gehen. Es hat nicht geklappt. Unlucky. Geht wieder. Ich hoffe mal, er kauft sich eine neue. Okay, er kauft sich keine Pinguin. Er baut seinen Support alle aus. Warte, steht die Ward da oben noch? Ey, die steht nicht mehr. Eine neue Pinguin wäre eigentlich gar nicht mal scheiße gewesen. Oh. Läuft vor. Wird geslowt. Ist aber noch nicht tot. Mal sehen, war das jetzt so ein Moment, wo ich sage unlucky oder war das so ein, boah, Brücki, ey, bist du blöd? Okay, das ist blöd. Man sieht klipp und, also es ist eine Mischung aus blöd und unlucky. Man sieht klipp und klar, Ezreal geht weg. Ne, selbst wenn er nicht weggehen würde, mit dem Ezreal würde ich nicht gerne fighten wollen. Man, jetzt wurde er unlucky-mäßig von der Ashe W noch getroffen an der Seite, wodurch er geslowt worden ist. Jetzt kommt Zilean, slowt ihn nochmal, selbst nochmal. So, und wird jetzt ab hier ein bisschen bearbeitet. Ich meine, er stirbt nicht, zumindest bis jetzt noch nicht. War ein bisschen greedy vielleicht. Wenn man einfach sagen kann, komm, ich chill hinten, warte darauf, dass mein Ezreal wiederkommt. Und dann ist GG. Ah, guck mal, ihr seht auch hier gerade. Brücke hat das Saugen nicht geskillt, weil das Saugen bringt meistens nichts als Support. Vielleicht ein Punkt maximal oder so, aber sonst würde ich eher den CC mitnehmen. So, Gragas ist unten. Jetzt stirbt er. Er muss reingehen, Leute. Oh, shit. Oh, shit. Kriegt er die noch nie, oder? Nein. Mal gucken. War das... Aber wann hat er den Gragas denn gesehen? Vielleicht hat er ihn auch gar nicht bemerkt. Das geht ja auch. Nur weil wir die Leute im Replay sehen, heißt es nicht immer, dass es... wie soll ich sagen? Das ist jetzt gerade seine Sicht. Jetzt sieht er den Gragas. Oh, und jetzt, aber jetzt ist es egal. Er hätte vielleicht, aber auch nur vielleicht, seine Ulti nutzen können, um zu disengagen. Aber ich kann ein bisschen verstehen, dass er sagt, dass er hierauf für committed. Es ist immer noch kein intentional feeling oder sowas. Oh. Jetzt kommt der Lee und gönnt sich nebenbei. Oh, shit. Nice. So, läuft zurück. Hat leider keine Pink-Ord dabei, Leute. Ich liebe Pink-Ords. Gerade als Support solltet ihr immer eine... Gerade als offensiver Support solltet ihr immer eine... Oh, ich bin geistig behindert, oder? Bin ich behindert? Lol, er hat doch einer dabei. Okay, der meint, Leute. Haust du rein, Bruder. Muss los. Hier kommt der Arrow. Hat nicht connected. Lol. Und jetzt benutzt er seine Ulti zum Disengagen.
Ich finde, das sieht immer so lustig aus, wenn man Viertel-Ulti zum Disengagen benutzt. Nee, lauf weg, Bruder. Da geht vielleicht noch ein bisschen Damage drauf, aber ich glaube nicht, dass man da noch großartig was umbringen kann. Der Level 11 Kapalin, Leute. Oh, der 4. Nein, er ist... Es war einfach so, beide sind reingegangen. Einer musste den Preis zahlen. Oh, Zilean hat Bock. Leute, Zilean hat Bock. Oh, shit. Okay, auch tot. Immer noch kein Fieden. Immer noch kein Fieden. Okay, moved in die Mitte. Was habe ich mit meinem Pinkwatts, ey? Ich schaue immer nach, ob er sich beim Recall eine Pinkwatt kauft. Und dann schaue ich mir mich selbst an. Und ich kaufe mir mittlerweile auch irgendwie viel weniger als sonst. Okay, die ganze linke Seite ist geworden. Das heißt, man sollte sich auch am besten auf die linke Seite hinstellen. Immer wichtig, Leute, wenn ihr in der Mitte spielt, stellt euch immer zu der Seite hin, wo ihr hinspielt. Ich sehe aber nichts. Was soll in diesem Game passiert sein, dass es die Scheiße getriggert hat? Der liegt hier aber schon ein bisschen gefährlich, der Boy. Oder Arrow connected. Er versucht wegzuholen. Oh, shit, er schafft's. Oh, Kassadin. Er ist tot, oder? Gargas kommt erst mit 5 Millionen Movement Speed. Body Slam. Oh, shit. Ist für mich aber auch kein Hinten. Ist für mich legit auch kein Hinten. Achtet mal drauf. Das Team siegt den Tower. Ezreal hat keinen Jump. Jetzt gehen sie vor, um das Ganze zu auto-attacken. Der Arrow connected nicht. So, jetzt wird er hier ein bisschen Zeit für sein Team holen. Und die Barrel war nicht auf ihn gerichtet, sondern auf Ezreal. Ich meine, hätte er vorgehen müssen für diese E? Oh, nicht unbedingt. Ne? Nicht unbedingt. Aber wollt ihr helfen? Klar, Leute, ich habe in meinen Games und ihr auch mehr als genug Momente, wo man sich denkt, komm ey, ich helfe jetzt meinem Team. Und dann stirbt man dann dabei. Ey, der Lee, Mann. Jetzt gönnt er sich. Holy shit, er gab ihm einfach Fuß. So, es geht wieder zurück. Ah, die Ward on Blue finde ich interessant. Spawnt er gleich? Nee, das wird es auch angezeigt. Okay, die finde ich persönlich ein bisschen wasted. Oder in die Mitte rein. Diese Ward in der Mitte, die er eben gesetzt hat, die hier war, ist sehr nice für ihn. Weil er kann er sich hier hinstellen und sieht, ob die Leute vor dem Tower sind. Aber nicht mit dem Magerquark im User, Leute. Mit dem lässt sich nicht ficken. Der abused den Quark einfach. Okay. Er kann alleine nicht mehr viel machen. Er ist halt super unterlevelt. Ne? Leute, er ist Level 9. Er ist Level 9. Da geht halt echt nicht viel. Oh, es geht gerade sehr tief in den Gegner aus dem Jungle rein. Jetzt geht er sehr tief, ohne selbst großartig Wards zu haben, in den gegnerischen Jungle rein. Das könnte böse enden. Okay. Aber immer noch kein Int. Int ist für mich, ja, wenn er in den gegnerischen Turm, in die gegnerischen Champions reinläuft, mit voller Absicht. Soweit ist es für mich, yo, der Brücke spielt sein Game und hat einfach mal ein Kack-Game. Also, statmäßig hat er ein Kack-Game. Ja, Leute, spielt das hier völlig normal. Der spielt das hier völlig normal. Also, damit meine ich nicht, ist es normal, mit Viertel 1-4 zu stehen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Teamfights sind schnell, sehen einfach aus wie League of Legends auf Crack. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, was dieser Drecksauslöser ist. What? Ich bin mir auch ziemlich sicher, im Rest des Games wird nichts passieren. Im Rest des Games wird einfach nichts passieren. Die Botlane, er hat noch 4 Tote. Er hat noch 4 Tote, die passieren. Er hat das Game, glaube ich, mit 2-0 beendet.
294 oder so, oder 296. Ne, saut ihn sie dann raus. Der wirkt doch eh tot. Jetzt saut er ihn ein bisschen zu sehr weit raus. Jetzt zack, noch ein Assist. Ab in die Base wieder. Macht den Drachen. Oder beziehungsweise sein Team macht den Drachen. Oh shit, jetzt wird er runtergelaufen. Oh shit, jetzt wird er runtergelaufen. Ich meine, es ist immer ein Unterschied zwischen ist etwas, was man macht, blöd oder ist etwas, was man macht, hinten, ja. Und wenn wir uns das hier angucken, wir sehen den Sidian. Und jetzt kommt der Gragas mit 5 Billionen Movement Speed. Es kommen noch zwei weitere Gegner sein. Es wird hier gerade gecatcht. Was will man tun? Hätte man sagen können, Brücke hätte da nicht hinworden sollen. In der Theorie ja, kann man das sagen. Sagt man jetzt aber zu diesem Moment im Game? Ich meine, sein Lee war in der Nähe. Der Ezreal war in der Nähe. Ezreal wurde runtergelaufen. Ezreal wurde legit fucking runtergelaufen. Also ich kann verstehen, dass er sich da noch safe gefühlt hat. Okay, Brücke hat ja bald seine Traumstats erreicht. Nicht mehr lange. Geht hier rein. Will versuchen, Zeit zu kaufen oder die Scheiße zu dämpfen, beziehungsweise auch um Ed zu töten. Geklappt. Noch ein 4. Zack. Und gleich intet er bestimmt wieder rein. Ich meine gleich. Stirbt er bestimmt wieder. Da müssen noch 3 Tode kommen. Er muss innerhalb der nächsten 3 Minuten 3-mal sterben. Oh, warte, ich bin ja... Oder doch? Hä, warum ist meine Cam so komisch? Ich bin noch auf Brücke fixiert. Ah, okay, jetzt ist sie wieder normal. Da ist RIP. Wait, what? Wait, what? Was war denn das für ein Flash? Bin ich behindert? Ach so, er hätte hier den Flash wahrscheinlich nach drüben hin nicht geschafft, oder? Ich glaube, er hätte sich noch kurz bewegen müssen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es wäre legit irrelevant. Dieser Flash wäre irrelevant. Okay, 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 okay. Intet er ab jetzt? Auf jeden Fall. Leute, das ist jetzt auf jeden Fall Inten. Nein, ich meine, come on, was soll ich da sagen? Aber mal ganz ehrlich. Warte mal. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, Leute, mal gucken, wie es weitergeht. Ist der nächste Tod jetzt auch Hard Int? Alter, krass. Also, Leute, jetzt ohne Witz. Krass. Sind wir mal super realistisch. Ja, sind wir mal super realistisch. Unabhängig davon, ob es Brücki ist oder nicht. Ja, draufgeschissen. Warte mal, wo war das? Irgendwo hier. Das Game ab diesem Moment ist zu Ende. Wenn wir realistisch sind. Es gibt eine 1%ige Chance, dass sein Team nicht intet. Ja, weil... Ich weiß nicht, wie gut Toplane Victor scaled, aber der ist super gut dabei. Kassadin scaled, oh, der ist Level 17, scaled unglaublich nice. Ash scaled nice. Zilean, keine Ahnung, ob er nice scaled, aber seine Ulti ist ein Hurensohn. Und mit Magerquark Abuser 1v9, ja. Und sie haben eine Nash. Keine richtige Chance, 5% in Chance, 1-5% in Chance, vielleicht das zu treffen. Jetzt werden einige sagen, boah, Silfi, das kann man doch gewinnen, man kann es versuchen und so weiter. Nicht auf dieser Elo, Leute. Nicht auf dieser Elo. Auf dieser Elo ist es größtenteils so, man weiß, ab wann man gewonnen hat. Lissandra scaled nicht nice. Lee Sin scaled nicht nice. Er hat nämlich auch keinen Dark Harvest dabei. Talon scaled nicht nice. Ezreal, keine Ahnung, wie der neue Ezreal ist. Sagen wir mal, selbst wenn er nice scaled. Fiddle ist eh super behind. An sich ist das Game over. Die Aktion, die er gemacht hat, war jetzt nicht unbedingt gut. Aber das ist doch kein Grund für einen Bann, oder? Also, ich wünsche, Riot wäre so konsequent, wenn es mal bei den Leuten geht, die wirklich rein inten. Ja, ich wünsche, die wären so konsequent. Das ist wahrscheinlich auch das, was Brücke gemeint hat. War der Bann gerechtfertigt? Auf gar keinen Fall. War es blöd? Ja. Gibt es viel schlimmere Leute, die immer noch nicht gebannt worden sind? Auf jeden Fall, Mann. Riot's fucking System, Leute. Ich krieg da so krass das Kotzen.
Ich krieg da echt so krass das Kotzen. Würde mir das jeder andere von euch schicken, würde ich genau dasselbe sagen. Er hat ein scheiß Game. Shit happens. Ja. Jetzt hat er am Ende, wo das Game schon quasi zu Ende war, eine Trollaktion gemacht. Okay, war nicht cool, aber das ist kein Bann, Leute. Das hier ist für mich legit kein Bann. Das finde ich jetzt echt schade. Das hätte nicht sein müssen. So, das hätte von beiden Seiten aus nicht sein müssen. Also von Riots Bannsystem, so wie von Brüki. Aber overall bleibe ich immer noch dabei. Das Bannsystem ist komplett behindert. Leute, die richtig runterlaufen, werden nach 20.000 Games immer noch nicht bestraft. So, heilige Scheiße, Mann, Riot. Bitte kümmert euch um eure Scheiße. Aber ja, Leute, das hier war's auch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau die rein und bis zum nächsten Mal.